Ja, geschätzte Anwesende, auch ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ich hier die Gelegenheit erhalte, kurz die Position der Kulturschaffenden darzustellen. 5 Minuten ist etwas kurz. Ich habe mir 8 ausbedungen, aber ich habe gerade gemerkt, auch Herr Mayer hat 8 Minuten gebraucht. Ich hoffe, ich schaffe es in 8 Minuten und werde mich konzentrieren, eigentlich auf eine Frage. Die Sichtweise, die ich hier darstelle, ist nicht unbedingt auf dieselbe, wie auf der Einladung beschrieben ist. Es ist nicht unbedingt die Verwertungsgesellschaften, die ich hier vertrete, sondern es ist der Dachverband der Künstlerinnen und Künstler der Schweiz. In den Verwertungsgesellschaften sind bekanntlich eben auch Rechteinhaber, eben auch Produzentinnen und Produzenten. Wir, die Swisskultur, vertreten eigentlich die professionellen Kulturschaffenden. Alle Verbände der professionellen Kulturschaffenden sind uns angeschlossen. Einfach kurz vielleicht die 5 wichtigsten Punkte, die die Lebensgrundlagen der Kulturschaffenden in der Schweiz, die von Kulturschaffenden eben professionell leben, darstellen. Das sind diese 5 Einnahme, das ist ganz unterschiedlich, je nach Kulturbereich und nach Kulturbranche, aber diese 5, wenn eine von diesen 5 wegfällt, eine dieser Einnahmen, dann sind die Künstlerinnen und Künstler in der Schweiz in ihrer Existenz bedroht. Ich werde nicht alle runterlesen, das ist eine audiovisuelle Vorstellung. Das Urheberrecht. Der Herr aus dem Publikum hat vorher gesagt, man müsse es liberalisieren. Es gibt fast nichts Liberaleres als das Urheberrecht. Es ist ein liberales Grundrecht, das im liberalen Staat eben geschaffen wurde. Es ist ein Eigentumsrecht, das geschaffen wurde auf der liberalen Grundlage. Es schützt geistiges Eigentum, eben wie Sacheigentum. Die Eigentümer, Eigentümerinnen entscheiden, von wem und wie ihre Werke genutzt werden dürfen. Und es wird auch immer den technischen Erneuerungen stetig angepasst. Heute besteht die Tendenz zur Enteignung der Urheberinnen und Urheber. Und ich möchte Ihnen ein sehr aktuelles Beispiel nennen, bezüglich eines Vorstoßes, der in der letzten Session eingereicht wurde. Ich möchte Ihnen einfach mal zeigen, wie so im Prinzip die Einnahmen eines Musikers, einer Musikerin sich in den letzten etwa 60 Jahren entwickelt hat. Es war zuerst mal die Schallplatte. Und für die Schallplatte bezahlte der Künstler, also die Einnahmen wurden geteilt, die Künstler, die da eingenommen wurden. Der Konsument bezahlte in den 50er Jahren etwa 50, heute umgerechnet 50 Franken, wahrscheinlich ist es noch mehr. Ich mag mich erinnern, als Lehrling habe ich vor etwa 40 Jahren 21 Franken bezahlt für eine Schallplatte. Mein Verdienst betrug 40, also etwa ein halber Monatslohn eines Lehrlings für eine Schallplatte. Und das wurde aufgeteilt zwischen Künstler und Produzent und je nach Vertrag bekam der Künstler eben mehr oder weniger, war auch etwas abhängig, wie viel Gewicht er in den Verhandlungen hatte. Das wurde abgebildet auf einem Plattenspieler. Dann in den 50er, 60er Jahren kam das Tonband. Man konnte Kopien machen auf das Tonband. Das war allerdings sehr, sehr aufwendig. Noch mit dem Mikrofon musste man an den Lautsprecher halten. Und das war eigentlich für die Urheber nicht wirklich ein Problem, was da kopiert wurde. In den 70er Jahren gab es dann die Kassetten, da mag ich mich auch gut erinnern. Ich habe welche gemacht, viele gemacht. Und die ganz schlau waren, haben sie den Kollegen verkauft, andere haben sie verschenkt. Ich habe sie meistens verschenkt. Es war aber auch noch sehr kompliziert, diese Aufnahmen zu machen und auch noch nicht ein großer Einbuße der Einnahmen für den Künstler. Dann wurde 1992, wo immer mehr kopiert wurde, auch immer mehr Abspielmöglichkeiten geschaffen wurde, es sind hier 4 aufgezeigt, wurde dann die Lehrträgervergütung eingeführt für diese Kopien. Damit der Konsument bezahlt für die Platte, aber für die Kopien muss er eine Lehrträgervergütung bezahlen. Das war eben für ein leeres Band pro Stunde 38 Rappen. Das wird regelmäßig neu verhandelt. Das ist immer noch vorhanden und wird regelmäßig verhandelt, es ist allerdings unbedeutend geworden. Dann kam 2003 die CDR. Das war dann schon viel einfacher, konnte man innerhalb von ein paar Minuten konnte man Kopien machen und man konnte sie auch wieder in verschiedenen Geräten abspielen, die tauchten auch auf den Markt.
und man konnte sie relativ schnell den Freunden weitergeben. Da wurde auch eine Lehrträgervergütung eingeführt. Sie sehen hier den Preis, 0,06 Rappen für 525 Megabyte, das war der Stand 2006. Und auch der wird regelmäßig neu ausgehandelt. Ich glaube, heute ist er etwas weniger. Jetzt glaube ich noch 5 Rappen für dieselbe Megabyte. Dann 2007 wurden dann die Vergütungen aus dem Mikrochip oder die Harddisk in Audioaufnahmegeräten neu eingeführt. Sie haben hier eine Liste, wie das etwa funktioniert. Also der teuerste iPad-Touch, der jetzt auf dem Markt ist, mit 64 GB, kostet 469 Franken. Die Lehrträgervergütung beträgt 19,20 Franken. Also 4% dieses Preises. Die Vergütung wird auch regelmäßig neu verhandelt. Ist immer wieder eine Verhandlung, die bis vor Bundesgericht, das geht immer über 2 Jahre, bis da der Preis ausgehandelt ist. Und er wird den technischen Entwicklungen angepasst. Was man hier sagen kann bei diesen Lehrträgervergütungen, ist es einfach so, dass das geht über die Urheberrechtsgesellschaften und die Hälfte, immer die Hälfte dieser Lehrträgervergütung geht an den Produzenten und die andere Hälfte geht an den Künstler. Das ist so festgeschrieben, das ist eine Abmachung, die in diesen Urhebergesellschaften festgeschrieben ist. Dann sind wir jetzt 2013, es entstanden Millionen von legalen und illegalen Angeboten. Das Herunterladen auch von illegalen Angeboten, das Kopieren ist legal, also der User, der darf von überall herunterladen, das ist legal. Etwa 50-80% der heruntergeladenen Werke stammen aus illegalen Plattformen. Lediglich für das Kopieren, das ist das, was unten ist, für dieses Kopieren bezahlt man eine Lehrträgerabgabe. Nicht für das Herunterladen, sondern für das Kopieren. Und wie man früher halt auf Tonbändli und auf CDs kopiert hat, kopiert man heute von einem iPhone aufs andere. Sie können mal im Zug schauen, wie die Kids ihre Musik innerhalb von 5 Minuten in der S-Bahn oder im Tram kurz austauschen oder von einer Festplatte auf einen Datenträger eben auf dem Handy oder für das Auto und so weiter. Und für das werden die Lehrträgervergütungen ausbezahlt. Das ist dann für sich die Vergütung, die man jetzt abschaffen will. Das Problem ist aber eigentlich ein ganz anderes, nämlich dass den Künstlerinnen und Künstlern durch das illegale Angebot ein großer Teil ihrer Einnahmen verloren gehen. Die Lösungen, die wir im Prinzip vorschlagen, ist das Unterbinden des kommerziellen illegalen Angebots, also dort, wo jemand Geld verdient mit den Werken der Künstler, zum Beispiel über eine Providerhaftung. Und das geht vielleicht etwas in Ihre Richtung, neue Modelle der kollektiven Vergütung. Das können in bestimmten Bereichen unter Umständen eben dieses Unwort Flatrate sein. Es ist eben keine Steuer, sondern es ist eine Vergütung für den Künstler. Die Abschaffung der Lehrträgervergütung hingegen ist eine Teilenteilung des Urhebers. Das lehnen wir ganz klar ab und wir möchten einfach nicht, dass dieses Bild noch Aktualität hätte. Es stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, als eben die Urheberrechte überhaupt erst eingeführt wurden. Soweit kurz meine Ausführungen. Ich stehe Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Besten Dank. Vielen Dank. Auch 8 Minuten, das ist noch okay. Von dem her, zwei, drei kleine Fragen, damit wir uns danach wirklich auf das Essen fokussieren können. Keine Fragen, alle haben Hunger, okay. Theo Schmidt, wie sehen Sie die Möglichkeit mit den neuen Methoden, die Diskrepanz zwischen den weniger erfolgreichen und den Stars bei den Künstlern auszugleichen? Weil beim heutigen System verdient jemand, der nicht große Stückzahlen verkaufen kann, praktisch nichts. Auch ob jetzt kopiert oder nicht, während nur die wirklichen Stars auf einen Lohn kommen, der nicht diesem entspricht. Also auch selbst wenn alles legal zugeht, entspricht dieses Bild leider der Realität bei nicht so erfolgreichen Künstlern. Wie sehen Sie da Abhilfe?
Ja, also ich denke, das ist eine Grundlage des liberalen Systems, dass die, die Erfolg haben, eigentlich eben auch mehr verdienen. Und das ist natürlich die Verwertungsgesellschaft, das Urheberrecht ist nicht ein Umverteilungssystem, sondern es ist ein System, das eine Entschädigung für eine Leistung erfolgt, die eben konsumiert oder gebraucht wird. Das andere, die meisten Künstler, die eben auf dem kommerziellen Bereich arbeiten, die sind angewiesen auf die Einnahmen aus der kommerziellen Verwertung. Und die Künstler, die im experimentellen Bereich arbeiten, die eher eben nicht auf ein Prinzip auf die große Masse sich ausrichten, da finde ich in der Tat, das ist eine Aufgabe des Staates, und das macht er ja auch mit Kulturförderung, eben diese experimentellen und diese neuen und die nicht kommerziell ausgerichteten Künste zu unterstützen, im Qualitätsbereich mit Kommissionen zu entscheiden, wer wen unterstützen wir. Aber es ist natürlich klar, dass man nicht jetzt über den kommerziellen Bereich, und das ist eigentlich das Urheberrecht, ist eine Entschädigung für eine Leistung, die im Prinzip konsumiert wird, und das ist kein Umverteilungssystem. Eine Anschlussfrage von jemandem? Ja. Ich fand die historische Herleitung spannend. Ich würde aber gerne noch einen Schritt weiter zurückgehen. Also vorher hatte man ja auch noch dann das Problem mit den Radios, und dort ist eine interessante Lösung gefunden worden, denke ich. Und für mich ist die Frage, wäre nicht dieses Modell Radiolaufbahn noch spannend, dass die, die es nicht kennen, das vielleicht kennenlernen, und könnte das nicht auch ein Lösungsansatz sein, um eben Kultur breiter zugänglich zu machen, ohne dass man allzu restriktive Einzelabrechnungen oder Einzelkontrollen einführen müsste? Doch, ich denke schon, dass das in die Richtung gehen könnte. Das Radio ist ja eigentlich im Prinzip der Beginn der kollektiven Verwertung, dass man einfach gesagt hat, der Künstler selber kann ja nicht mehr im Prinzip kontrollieren, wer seine Werke überhaupt nutzt. Also sagt man im Prinzip, das Radio bezahlt eine Entschädigung, und aber dort wird natürlich auch eruiert, wie viel wird ein Künstler dann gehört. Und entsprechend dem, was er gehört wird, wird er dann eben auch von der Urheberrechtsgesellschaft entschädigt. Und es ist ja auch die Urheberrechtsgesellschaft, die eben genau für das da, damit das überhaupt ermöglicht wird. Weil eigentlich hätte kein Radio das Recht, einfach einen Künstler zu spielen, wenn dieses kollektive Recht nicht vorhanden wäre. Und da gibt es natürlich schon Ansätze, die man auch fürs Internet denken kann und soll und tut. Aber es ist einfach ganz schwierig, weil es natürlich mit der internationalen Vernetzung einfach ganz schwierig ist, diese Entschädigungen überhaupt einzufordern. Und dort, wo es legal läuft, also Spotify, ist eigentlich eine Art von dem. Die bezahlen ja etwas. Sie sind einfach, sie müssen bezahlen. Sie haben es mal ausgerechnet, die Swiss Perform, damit ein Künstler ein Bier trinken kann, muss, glaube ich, 15.000 Mal angeklickt werden bei Spotify. Also es ist eine ganz kleine Entschädigung, aber es hat auch damit zu tun, dass Spotify gar nicht den Preis verlangen kann, den es gerne möchte, weil es daneben eben ganz viele illegale Angebote gibt, mit denen es konkurrieren muss. Und das andere ist gratis, für Spotify bezahlt man was, wenn man es einigermaßen anständig hören will. Aber die Ansätze, die man dort hat in der kollektiven Verwertung, das meine ich, das habe ich auch aufgezeigt, eben, man muss bei der kollektiven Verwertung wahrscheinlich neue Modelle entwickeln. Ich glaube nicht, das Modell, das hat Herr Mayer gesagt, das Modell ist, dass einfach jeder Anschluss einfach etwas bezahlt. Aber es gibt, man macht sich Gedanken, wie man das lösen könnte, zum Beispiel über den Access Provider oder andere Ideen, die existieren, aber die eben auch immer wieder scheitern an den internationalen Verträgen oder an den verschiedenen Interessen. Okay.